Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, welches ich ja in der Buchhandlung selbst schon einige Male zur Hand genommen habe und es aber allerdings immer wieder zurückgestellt habe. Ich kann gar nicht so richtig sagen, woran es gelegen hat, aber ich vermute einfach mal, weil mir das Cover nicht so gut gefallen hat beziehungsweise das Cover mich nicht so ganz überzeugen konnte. Ich muss zugeben, ich bin ein absoluter Cover-Käufer, das heißt, wenn mich das Cover ja nicht so richtig überzeugen kann, mal abgesehen manchmal auch vom Thema, das Buchcover muss irgendwie für mich immer irgendwie stimmig sein, es muss zum Titel passen, es muss auch zur Inhaltsangabe passen, welche hinten drauf gedruckt ist, und wenn das alles irgendwie so ein bisschen stimmig ist, dann hat das Buch sehr, sehr hohe Chancen, dass ich es mitnehme. Und bei diesem Buch ist es einfach so, dass mich das Cover, wie gesagt, nicht so hundertprozentig überzeugt hat. Nun war es so, dass ich bei meinem vorletzten Besuch ja mit einer Freundin in der Buchhandlung war und wir ebenfalls dieses Buch angeschaut haben. Und wir beide so gesagt haben, aber seit diesem Besuch ist es so, dass mir dieses Buch irgendwie auch nicht mehr vollständig aus dem Kopf gegangen ist und ich am Ende ja kleinlaut in den Buchhandel zurückgegangen bin und mir dieses Buch gekauft habe. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine Zweifel so ein bisschen ja über Bord geworfen habe und mir tatsächlich dieses Buch gekauft habe. Und um welches Buch es sich handelt, das seht ihr wie immer jetzt. Gerade gesehen habt, möchte ich euch das wunderbare Buch Liebe von den Autoren Helene Delforge und Quentin Creban, wenn man ihn so ausspricht, aus dem Verlag Ars Edition. In dieser schön illustrierten Ausgabe wird das Thema, wie der Titel eigentlich schon verrät, Liebe aufbereitet. Dabei spielt eine zentrale Rolle natürlich die Liebe zwischen zwei Menschen, also einem Paar. Es wird aber auch die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu Familienmitgliedern und die Liebe zu Freunden thematisiert. Nichtsdestotrotz, die Liebe hat ja vorrangig schöne Seiten, aber auch die, ich sag mal, weniger schönen Seiten der Liebe wird hier dargestellt, wie beispielsweise die Liebe getrennt durch Berufe, die Liebe getrennt, weil einfach die Liebe aufgehört hat, oder aber auch die Liebe getrennt durch den Tod. Ich finde, dass thematisch viele Facetten der Liebe dargestellt wird und es eine wunderbare Hommage an die Liebe selbst hier in diesem Werk geschaffen worden ist. Der Aufbau der Seiten ist eigentlich relativ gleich und ich finde das schön, dass du auf jeder Seite eigentlich immer dasselbe findest. Und zwar, dass du auf der rechten Seite eine bunte Illustration hast, eine großflächige Illustration, die die komplette Seite ausfüllt. Und auf der linken Seite haben wir einen Text. Die Texte sind individuell lang, mal kurz, mal etwas länger. Und je nachdem, ob auf der Seite dann noch Platz ist, ist unterhalb des Textes noch eine Schwarz-Weiß-Illustration zu finden. Die beiden Illustrationen sind nicht identisch, aber die Figuren, die auf dieser Seite dargestellt ist, sind dieselben, bloß in einer anderen Situation dargestellt. Was ich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen finde, die Kombination aus einer bunten Illustration und einer Schwarz-Weiß-Illustration. Und was mir besonders gut gefallen ist, dass einfach die Schwarz-Weiß-Illustration tatsächlich nochmal eine vollständig andere Situation darstellt und man einen anderen Blickwinkel auf diese Liebe bekommt, die auf diesen Seiten dargestellt ist. Finde ich eine sehr, sehr gute Kombination und habe ich so, ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nicht gefunden und beziehungsweise entdeckt und war diesbezüglich auch sehr überrascht, dass es so gut harmoniert miteinander und auch den Text damit auch nochmal etwas unterstützt. Die Farben der Illustrationen fand ich sehr, sehr gut gelungen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das so die Farben der Illustrationen fand ich sehr, sehr gut gewählt. Ich mochte
ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Und zwar hat es für mich so wie matte Farben, aber dennoch leuchtende Farben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann, dass bei manchen Illustrationen, ich vermute einfach, dass immer dieselben Farben verwendet worden sind, aber bei manchen einfach die Farben mehr geleuchtet haben und dadurch dem Thema auch nochmal mehr tiefe Schärfe, Schärfe verleiht hat. Ich fand, dass dieses matte Glänzende, ich kann es gar nicht anders beschreiben, wirklich auch ja, einfach gut passt und dass es auch wirklich bei jedem Bild meiner Meinung nach sehr gut ja, gelungen ist. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass nicht jedes Bild meinen tatsächlichen Geschmack getroffen hat. Aber ich fand das gar nicht so schlimm, weil es gab hier so wunderschöne Bilder auch einfach dabei, wenn mal ein oder zwei Bilder dabei waren, die nicht so schön sind oder beziehungsweise schön ist ja immer im Auge des Betrachters, beziehungsweise die mir nicht so gefallen haben, fand ich das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Die Sprache ist meiner Meinung nach sehr, sehr leicht, sehr mitfühlend und auch an der einen oder anderen Stelle sehr pudrig, wenn ich das mal so sagen darf. Was ich beim Thema Liebe total unterstütze diese Pudrigkeit. Das hat einfach was Frisches, was, ja, man ist halt einfach verliebt, passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Was ich allerdings so ein bisschen, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass manche Texte erst im Nachhinein entstanden sind. Also, dass das Bild bzw. beide Illustrationen schon vorhanden waren und erst danach der Text entstanden ist. Ich finde, bei manchen Texten hat man das eigentlich ja gemerkt, was so einen kleinen, ja, kleinen Fadenbeigeschmack hat. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich fand, das waren jetzt nicht wirklich viele. Man hat es aber meiner Meinung nach einfach gemerkt. Aber ich finde, das sollte man einfach wissen, wenn man ja das Buch ins Auge gefasst hat und man vielleicht ebenfalls damit, ja, liebäugelt es, sich für seine eigene Sammlung zu beschaffen. Ich möchte euch gerne noch ein Beispiel vorlesen, um euch zu zeigen, was ich auch mit Facettenreichtum von dem Thema Liebe meinte und ihr vielleicht dadurch auch einen besseren Eindruck bekommt. Die Hände lieben das Streicheln, Kneten, Massieren, Nehmen, Unterstützen, Tragen, Umhüllen, Umschlingen, Berühren, Tippen, Kitzeln, Kneifen, manchmal. Die Hände Liebender verschließen sich nicht zu Fäusten. Es ist keine Liebe in einer Faust. Die Hände von Freundinnen strecken sich aus zu jener, die am Boden ist. Die sich erhebt, die Fäuste ballt. Es ist keine Liebe in einer Faust, doch unendlich viel in unseren Händen. Ich finde, das ist ein tolles Beispiel für ja, die Facettenreichtum dieses Buches zum Thema Liebe. Und es war so ein Text, der mich tatsächlich sehr berührt hat und auch wirklich nochmal zum Nachdenken, was damit eigentlich gemeint ist, angeregt hat. Und ich finde auch, dass das Bild tatsächlich sehr, sehr gut passt und ich auch hier nochmal ja, einfach die Gestaltung der Seite sehr, sehr gemocht habe. Für mich ist dieses Buch eine wunderbare Hommage an die Liebe selbst, aber auch was mit, ja, illustrierten Büchern umgesetzt werden kann. Wer schön illustrierte Bücher mag, wer Bücher mag, die sich tatsächlich nur mit einem Thema beschäftigen, den kann ich dieses Buch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an, schaut es euch aber wirklich in Ruhe in der Buchhandlung an, weil ich finde, mit 20 Euro ist es auch nicht gerade wirklich ein Schnäppchen. Und ich denke immer, wenn ein Buch einen nicht mehr loslässt, dann kann man tatsächlich nochmal in die Buchhandlung selbst gehen und es kaufen, so wie ich es oftmals bei Büchern mache, einfach trotzdem nochmal hinlegen und gucken, ob es einen ja am Ende dann doch noch im Kopf bleibt, weil ich finde halt eben auch für 20 Euro ist es halt eben nicht so ohne. Ich habe gesehen, dass von dem Autorenpaar auch ein weiteres illustriertes Buch existiert und zwar zum Thema Mama. Das Buch habe ich mir, glaube ich, auch schon einmal in der Buchhandlung angesehen, aber das Thema dadurch, dass ich noch selbst keine Mama bin, zieht dann doch tatsächlich wieder an mir vorbei und beschäftigt mich tatsächlich noch nicht so.
Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass mir dieses Buch hier eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, dass wenn ich es nochmal irgendwo entdecke, mir wahrscheinlich nochmal angucken werde und mal sehen, ob es mich ja dann ebenso bei mir im Hinterkopfchen arbeitet, bleiben wir einfach gespannt. Aber ja. Ja, bleiben wir einfach gespannt, ob das bei mir auch noch so einzieht, aber vielleicht einfach nur, um die Sammlung meiner illustrierten Bücher einfach zu erweitern. Auch dieses Buch würde mich natürlich interessieren, wie, wenn ihr es schon gelesen habt, wie eure Meinung dazu ist. Aber mich würde natürlich auch so im Allgemeinen interessieren, wie ihr zu illustrierenden Büchern steht, weil illustrierte Bücher haben natürlich auch immer einen höheren Preis und sind dem und sind natürlich auch noch viel schneller zu lesen. Dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag und habt schöne Lesestunden. Bis dahin, tschüss!